Ihr habt mich gefragt, wann ich im Falle eines Squeezes meine Profite generiere und welche Strategie ich habe. Und genau darum soll es heute gehen. Ich erkläre euch ganz einfach und detailliert, warum ich mich für diese Strategie entschieden habe und warum ich glaube, dass diese Strategie die meisten Profite erwirtschaftet, damit du dir auch dein eigenes Bild machen kannst, um für dich die meisten Gewinne zu erwirtschaften, um am Ende vielleicht nicht unter Umständen sogar der Letzte zu sein, der den Squeeze verpasst hat und Verluste generiert, solltest du unbedingt dranbleiben. Viel Spaß! Inzwischen dürfte mich der ein oder andere kennen. Ich halte das hier bewusst simpel und einfach, damit hier wirklich jeder den größten Mehrwert für sich rausziehen kann. Ich werde hier aber offen keine utopischen Preisziele kommunizieren, die theoretisch möglich wären, oder meine Preisziele, wo ich verkaufen werde, mit dir teilen, damit ich dich nicht nachhaltig beeinflusse. Denn deine Situation ist unter Umständen anders als meine. Ich habe ein klar definiertes Risikomanagement, ich habe klar definierte Preiszonen, wo ich meine Aktienpakete jeweils verkaufen werde. Und damit du für dich einmal gucken kannst, ob du auch eine Strategie hast, habe ich ein paar spannende Fragen mitgebracht. Was wäre, wenn AMC auf Null geht? Wie würdest du dich denn fühlen und was würdest du denken? Wenn es dir jetzt so ergangen ist wie dem jungen Mann gerade eben, dann ist deine Position unter Umständen einfach viel zu groß. Denn steckt da viel zu viel Geld drin, das du wahrscheinlich für andere Dinge für dein Leben brauchst. In diesem Fall solltest du deine Preistargets, wo du deine Aktien abstoßen wirst, nicht ganz so hoch wählen, denn es gibt dir keiner die Garantie, dass wir dieses Preisziel, was du anvisiert hast oder was alle kommunizieren, jemals erreichen werden oder vielleicht erst sehr, sehr spät erreichen werden. Was machst du, wenn du das Geld brauchst? Es ist jetzt eingeloggt. Und wenn das nicht geregelt ist, wirst du unter Umständen, wenn es hart auf hart kommt, deine Position mit Verlusten veräußern. Wie verhältst du dich, wenn die Rakete Richtung Mond startet und der Squeeze losgeht? Definiere klare Preisziele, wo du dann auch gewillt bist, wirklich auf den Knopf zu drücken und die Aktie zu veräußern. Und es gibt auch kein Wenn, Hätte, Aber oder sonst irgendwas und schade, es geht jetzt noch ein bisschen hoch. Das gibt es dann in dem Moment nicht mehr und du bist dann an der Stelle auch wirklich zufrieden mit den Gewinnen, die du erwirtschaftet hast und sei froh, dass du genau dieses Preisziel getroffen hast, was du definiert hast. Das Wichtigste, woran du denken darfst, ist, bei der ganzen Sache geht es hier nur um Geld. Und lass dir von mir gesagt sein, ich habe die Erfahrung auch gemacht, kein Geld der Welt ist es wert, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, seine Psyche darunter leiden zu lassen, zwischenmenschliche Beziehungen zu vernachlässigen. Und bitte lass dir auf gar keinen Fall von links und rechts sagen, wann du zu verkaufen hast. Und auch nicht aus falscher Loyalität einer Community gegenüber irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, dass du überhaupt verkaufst. Und wie wir unter Umständen ein Squeeze erkennen können, das verrate ich dir jetzt. Sind wir doch mal ehrlich, wir warten doch mit Argusaugen auf genau sowas hier, oder? So, wie erkennen wir das denn jetzt? In diesem Falle würde ich dir definitiv empfehlen, dass du dir vielleicht meine letzten zwei AMC-Videos anschaust, denn da erkläre ich sehr, sehr genau, auf welche Zahlen ich achte und warum ich glaube, dass der Squeeze kommen muss für mich in meiner Welt. Aber so ein Squeeze fängt ja auch nicht heute an und ist morgen wieder zu Ende, sondern der kündigt sich an. Der erste Punkt, auf den wir achten können, ist die Optionskette. Jetzt fragt sich der ein oder andere, was sind Optionen? Könnte nochmal ein Thema für ein anderes Video sein. Aber so ein Squeeze fängt in der Regel erst mit so einem Kaskadeneffekt nach oben an. Erstmal kommt ein Gamma-Squeeze. Daraus entsteht FOMO. Also Leute steigen in die Aktie ein, weil sie sehen, da sind große Kursbewegungen. Daraus entsteht ein kaskadischer Effekt. Kleinere Hedgefonds schließen ihre Positionen. Und somit wird der Kurs immer weiter nach oben gedrückt. Das ist eine Sache, die wir im Auge behalten können. Der zweite wichtige Indikator, den ich für mich in Anspruch nehme, ist, wenn der Pump losgeht und die Achterbahn der Gefühle startet. Werdet ihr feststellen, dass bei großen Kursbewegungen die Börsen plötzlich einfach den Handel unterbrechen. Du kannst nicht mehr kaufen oder verkaufen. Das sind sogenannte Volatility Halts. Die sind dafür da, um das Momentum zu killen und die Volatilität zu drücken. Denn gut draufschauen, wenn der Kurs im gleichen Maße einfach wieder hochschießt, dann ist alles gut. Wenn der Kurs aber in einer großen Kerze nach unten ballert, ja, und kein Support findet, dann haben sie geschafft, was sie wollten.
dann sind nämlich unter Umständen ganz, ganz viele Menschen verunsichert und ängstlich geworden und haben dann in dem Moment auch verkauft. Und das bringt uns direkt einmal zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 3. Ich hatte euch im vorangegangenen zwei Videos ja gezeigt, was meine Metriken sind und die Kennzahlen sind, die ich beobachte. Und wenn ich also am Handelsvortag gesehen habe, dass AMC 40, 30, 50% nach oben geschossen ist, dann gucke ich mir sehr genau diese Kennzahlen an. Wenn also die Kennzahlen sich nicht großartig verändert haben und plus minus 2, 3, 4% ich da irgendwo eine Veränderung sehe, dann war das noch kein Short Squeeze. Dann war das wahrscheinlich eher ein Gamma Squeeze, FOMO Buyer oder 1, 2 kleine Hedgefonds, die ihre kleinen Positionen geschlossen haben. Und nun eine kleine Quizfrage an euch. Ich blende euch gleich ein Bild vom Short Squeeze der VW-Aktie ein. Die Frage an euch lautet, würdet ihr auf dem Weg nach oben verkaufen, am Peak oder auf dem Weg nach unten? Schaut euch das Bild an, ihr habt 5 Sekunden Zeit nachzudenken. Egal wie ihr jetzt gerade geantwortet habt, in jeder Antwort ist irgendwo ein kleines Stück Wahrheit mit dabei. Wenn ich euch jetzt aber erkläre, wie der Aktienmarkt funktioniert und wie er getrieben ist, nämlich ausschließlich durch Angebot und Nachfrage, dann werdet ihr für euch vielleicht die bestmögliche Verkaufsstrategie an der Stelle entwickeln können. Und dazu nehme ich euch einmal schnell auf mein Tablet mit, weil anders kann ich es euch nicht einfacher erklären. Let's go! Lass uns doch mal schauen, was wir hier haben. Ich habe euch was vorbereitet, allerdings heute ohne Oma Erna. Wer wissen will, was es mit der Oma Erna auf sich hat, ist ein kleiner Insider. Der darf sich gerne das letzte Video anschauen. Ihr seht hier den Chartverlauf des VW-Aktien-Squeezes. Und auf der linken Seite habe ich den steigenden Kurs mit grün markiert und auf der rechten Seite den fallenden Kurs mit rot. Wer also weiß, wie die Gesetzmäßigkeiten an den Aktienmärkten funktioniert und weiß, dass das ausschließlich alles durch Angebot und Nachfrage getrieben ist, der wird sehr schnell wissen, auf welcher Seite dieses Charts er seine Trades platzieren will, um auszusteigen. Denn wenn der Kurs so rapide steigt, dann bedeutet das, dass ja offensichtlich die Nachfrage steigen muss. Wenn also die Nachfrage steigt, sinkt das Angebot, denn es ist einfach eben nicht mehr viel da, was man kaufen kann. Richtig? Richtig. So, wenn diese Konstellation eintritt, was passiert mit dem Preis? Er steigt. Ganz genau. Wenn hingegen aber der Kurs eben so rapide fällt, wie es hier der Fall ist, was passiert dann mit der Nachfrage? Ganz genau, sie sinkt. Und was passiert mit dem Angebot? Also es sind einfach ganz viele Aktien da, die irgendwann, will ja keiner mehr haben. Ja? Also deswegen sinkt ja die Nachfrage. Also steigt das Angebot. Was passiert also demzufolge mit dem Preis? Er sinkt. Wenn ihr euch das betrachtet, dann bitte eine Sache immer verstehen. Steigen die Kurse, wird Liquidität in den Markt gepumpt. Okay? Also der Markt ist liquide, da ist ganz viel Geld unterwegs. Wenn ganz viele Menschen ihre Positionen veräußern und schließen, dann wird Liquidität aus dem Markt gezogen. So, wenn ihr euch das jetzt hier betrachtet, wo würdet ihr jetzt an der Stelle eure Verkaufsorders setzen? Da, wo eine hohe Nachfrage herrscht? Oder auf der anderen Seite, da, wo eigentlich keiner mehr die Aktien kaufen will? Was mein Fazit jetzt aus der ganzen Sache ist und wie ich mich hier positioniere, um den höchstmöglichen Profit zu generieren, das erkläre ich dir jetzt. Nach der kurzen Zeicheneinlage dürfte jetzt für viele Licht ins Dunkle gekommen sein. Wie sieht also meine Strategie aus? Ich verkaufe ausschließlich auf dem Weg nach oben, nicht auf dem Weg nach unten. Ihr kennt die Gründe. Nach oben bedeutet, Nachfrage ist hoch, ich kriege meine Aktien verkauft. Kurs geht runter, Nachfrage sinkt, keiner will die mehr haben. Zweiter Punkt. Ich setze mir Preisziele, wo ich immer einen fest definierten prozentualen Anteil abstoße. Das erste Preisziel ist nur eine kleine Position, um mein eingesetztes Kapital wieder zurückzubekommen. Psychologischer Nebeneffekt, ich habe mein Geld rausgenommen, ich kann ab dem Zeitpunkt wirklich nur noch gewinnen. Eine kleine Position meiner Aktien halte ich aber, um den wirklich absoluten Peak zu treffen. Ob das jetzt nur ein bisschen davor oder danach ist, spielt keine Rolle, aber somit maximiere ich meine Profite an der Stelle noch. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist, alle eure Aktien zu halten, um den Markt perfekt zu timen, um das Top zu timen. Das werdet ihr nicht schaffen. Dafür ist das einfach viel zu volatil. Macht's bitte einfach nicht. Ihr werdet da mehr verlieren, als ihr gewinnen könnt. Der dritte Punkt.
ich platziere Sell Limit Orders und keine Market Orders in dem Moment. Warum mache ich das? Ganz einfach. Mache ich eine Sell Limit Order, setze ich den Preis schon von vornherein fest, für wie viel Geld ich diese Anzahl an Aktien verkaufen möchte. Wenn ich das gemacht habe, wird automatisch am Markt gesucht, ob jemand eine Buy Limit Order gesetzt hat, und dann wird dieses Arrangement schon automatisch gesettelt. Ja? Das heißt, ich kann meine Aktien automatisch verkaufen. Bei einer Market Order ist es so, du nimmst deine Aktien, schmeißt sie einfach auf den Markt zu dem aktuellen Kurs. Wenn es aber zu dem Kurs keine Käufer gibt, hast du ein Problem, dann wird deine Order wahrscheinlich zu einem schlechteren Preis gefüllt. Wenn du zu diesem Thema noch irgendwelche Fragen hast, schreib sie mir gerne einfach in die Kommentare. Ihr seht, ich antworte wirklich auf jedes Kommentar, solange es mir möglich ist, beruflich natürlich auch. Und ich kann euch an der Stelle wirklich nur empfehlen, dass ihr euch einmal bitte dieses Video anschaut, um noch mehr Zuversicht zu bekommen. Da erkläre ich meine Strategie und warum ich in AMC investiert bin. Und ich freue mich wirklich über den Support und das, was ihr da alles jetzt gerade macht. Das ist einfach unglaublich, solange bin ich ja noch nicht in diesem YouTube-Game. Ich bin einfach überwältigt und deswegen danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Habt euch wohl, euer Mika.